Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und heute geht es darum, was brauche ich alles, um ein Puring-Bild zu gestalten. Und nach dem Intro geht es los. So, wenn du auch dieses wunderbare Technik für dich entdeckt hast oder gerade in Entdeckungskreise bist, Faszination Puring, dann stellst du dir vielleicht auch die Frage, wie ich mich vor einem Jahr gestellt habe, was brauche ich alles? Ja? Erstmal solltest du Entscheidung treffen, was für Leinwand, ja? Und wie bereite ich mein Leinwand vor? Dafür habe ich ein Video, wo ich genau geschrieben, so gezeigt habe, wie das abläuft. Da brauchst du Teaser, Hammer und so weiter. Wir brauchen unbedingt, wenn wir puren, die Handschuhe, weil das ist ziemlich, was soll ich sagen, das entsteht ziemlich viel Matsch. Unbedingt eine Schürze. Ich war letztes Mal im Rausch und ich habe gepurt, die Farbe war schwarz. Und ich habe meine Hände einfach so, ja, deswegen Schürze unbedingt, weil es kann passieren, dass du gerade coole Hosen hast und dann im Puringrausch werden die Hosen plötzlich vielleicht Gold. Und da kommt auch ein bisschen irritierend ganz viele Puring-englische Wörter, zum Beispiel das ist Ringpur. Da brauche ich zum Beispiel gar keine Zellenaktivator. Und da kommt die Frage, oh mein Gott, was ist für Zellenaktivator? Habe ich nie davon gehört. Da gibt es zwei davon für die Open Cup. Das ist so, wenn, damit wir wollen, dass diese großen Zellen entstehen oder es gibt noch Flip Cup, dann brauchen wir Silikonöl. Und wenn wir swipen wollen, dann brauchen wir astralische Fluoretrol. Da sind so die Zellenbildung ein bisschen anders, dass es so wie ein Netz im Bild entsteht. Und dafür brauchen wir astralische Fluoretrol. Oh, das ist so ein Wort. Oh, Leute. Fluoretrol. So. Ich kann kein Englisch. Dann braucht man natürlich nicht nur Farben, verschiedene Farben, sondern auch verschiedene, so es gibt auf dem Markt verschiedene Puring-Medium oder Fluid-Medium. Du sollst dann Entscheidung treffen, welche Puring-Medium dir am besten passt. Ich habe für mich so dieses gefunden und ich finde das einfach genial. Aber wie gesagt, es gibt mehrere. Einfach ausprobieren, aber was ich dir versprechen kann, auch wenn man manche Videos anguckt oder mit Puring anfängt, sagt man, du brauchst 50 bis 100 Versuche und dann wird was entstehen, da wirst du Gefühl dafür kriegen und dann kreierst du tolle Bilder. Ich kann dir versprechen, wenn du nach meinen Rezepturen-Video purst, mit den Farben, die ich dir empfehle, da brauchst du keine 100 Versuche, dann reicht das, einmal Farbe richtig mischen. Und dann entstehen wirklich tolle Ergebnisse und du werdest nicht frustriert. Wichtig ist wirklich Anweisungen folgen und die Farben nehmen, die ich genommen habe. Sonst ist natürlich, kann man experimentieren, weil jede Farbe braucht ein anderes Mischverhältnis und jede Farbe reagiert ein bisschen anders mit anderen Puring-Medium. Ja, das ist wichtig. Und eine Sache, die total spannend ist, das werdest du bei allen fast allen Puring-Leuten lesen, hören, Zellenaktivator, astralische Fluoretrol und sehr wichtig, ein Titanweiß von Amsterdam. Ja? Das ist sozusagen, die zwei Dinge sind wichtig für die Zellenaktivator. Mit anderen Weiß funktioniert das nicht. Kannst du probieren? Das liegt alles in deinen Händen. Was es noch spannend ist bei Puring, es ist natürlich wichtig, dass wir unsere Tisch bedecken, ja, und dass jede Farbe die richtige Konsistenz hat, ja. Aber dafür würde ich ein Video drehen und dir genau zeigen, wie du die Farben mischst. Und eine Sache, die ich noch dir am Herzen liegen sollte, es gibt, wie gesagt, wenn du dich mehr mit der Technik beschäftigst, zum Beispiel für die Swipen, brauchst du Kissen
Und für die Kissen nehme ich so ganz normale Glanzlatexfarbe von Bauhaus. Und diese Farbe solltest du mit gekochtes Wasser mischen, aber aufpassen, sie sollte kalt sein, ja, mit kaltem gekochtem Wasser. Das ist wichtig. Und die Konsistenz von dieser Farbe, das habe ich hier so ein bisschen vorgemischt, die ist ein bisschen dicker als von Fluidfaden, aber wie ihr seht, die fließt und fließt und fließt und fließt. Und das ist perfekte Kissen für den Pudding. Seht ihr? Sie tropft nicht, die fließt. Das ist wichtig. Die Farbe sollte fließen, nicht tropfen. Manche sagen, das sollte wie heißer Honig sein. Ehrlich, ich hatte nie heißen Honig heiß gemacht, deswegen sollte geschmeidig fließen. Ja, ich kann darüber sehr, sehr, sehr lange reden, aber eins soll ich dir noch sagen. Die Fluid-Technik, Puring-Technik funktioniert nur, wenn du unterschiedliche Farben nimmst. Ich bin Künstlerin und wir benennen die Farben deckend und nicht deckend. Und in Puring-Welt gibt es einen Begriff, dass die Farbe leicht oder schwer ist. Und wie kannst du das erkennen? Du erkennst das an diesem Symbol, an den Farben. Wenn dieses Quader praktisch transparent ist, das heißt, die Farbe ist leicht. Es gibt auch halb, bei diesen Farben zum Beispiel ist das leider gar kein Symbol, aber hier auf dem Weiß sehen wir, dieses Symbol ist das so bedeckt. Das heißt, diese Farbe in Kunstwelt deckend, diese nicht deckend und in Puringwelt schwer und leicht. Und für die beiden Farben brauchst du ein bisschen andere Mischverhältnis. Und natürlich, wenn du mehr davon wissen willst, dann schreib mir das in den Kommentar. Ich würde gerne an alle deine Fragen eingehen. Und sonst, wenn dieses Video für dich hilfreich war, dann abonniere meinen YouTube-Kanal, folge mich bei Instagram und bei Facebook. Und bis zum bald, deine Albina.